ist Ronja und wir sind hier in meiner neuen Wohnung. Ich bin ja aus meiner alten Stadt mehr oder weniger geflohen, zusammen mit Tobs und Flo damals, weil das absolutes Chaos war. Und jetzt bin ich eingezogen, ich habe noch die ganzen Kartons hier stehen. Die Wohnung ist noch ein bisschen überarbeitungsbedürftig, aber ich habe jetzt auf die Schnelle nicht wirklich was anderes gefunden. Die Wände sehen auch aus wie sonst was. Aber ich habe einen schicken Fernseher und hier hinten ist irgendwo mein Schlafzimmer. Es ist alles eher klein. Ich hoffe ja ganz ehrlich, dass ich irgendwo einen guten Job finde, der gut bezahlt, damit ich ein bisschen renovieren kann hier den ganzen Laden oder vielleicht eine Wohnung finde, wo mein blödes Schlafzimmer nicht hinter dem Sofa ist, weil ich da gar nicht hinkomme und wo die Wände nicht aus Pilz oder Schwamm oder frag mich was Optik sind. Ich glaube, hier ist meine Dusche. Mein Bad ist okay. Also das Bad könnte wirklich schlimmer sein. Das ist okay. Mit dem Bad gebe ich mich zufrieden. Das ist halt auch größer als mein Schlafzimmer. Ich habe ehrlich gesagt noch gar nicht viel von der Stadt gesehen, deswegen denke ich, ich gehe mal raus und ich habe hier meine kleine Bodenmatte und gucke, ob ich hier irgendjemanden finde, mit dem ich mich unterhalten kann oder anfreunden. Oh, okay. Tops wohnt hier. Hä? Tops? Was? Kann ich reinkommen? Hallo, guten Tag. Du wohnst auch hier? Ja, ich bin gerade am Umräumen. Was ein Zufall! Ja. Ich hab dich so ewig nicht mehr gesprochen. Ja, ich hab dich auch ewig nicht mehr gesehen. Wann sind wir geflohen aus der anderen Stadt? Es muss ein halbes Jahr her sein, Minimum, oder? Ja, gut, so gut, aber wir müssen aufpassen. Ich glaube, der Vermieter ist auch wieder so ein bisschen so. Glaubst du? Also ich fand, der wirkte super nett. Der hat die ganze Zeit gelächelt und war voll positiv und war so, hey, und wenn ihr irgendwas braucht. Hast du mit ihm geredet? Ich habe ein Bild von ihm gesehen und er hat mir eine E-Mail geschickt, in der er gesagt hat, wenn ich irgendwas brauche, soll ich ihn einfach anrufen. Aber ich habe ihn noch nie persönlich. Das habe ich auch gesagt. Und dann, guck dir an, hier steht die Tür. Die Toilette. Steht hier eine Toilette. War das ja, ne? Also sonst keine andere Toilette? Nein. Also ich finde den Ziegel, aber habe ich dich gerade beim Essen unterbrochen? Ja, du hast mich beim Essen unterbrochen. Tut mir leid, warum steht hier eine Toilette? Da hast du sonst kein Klo? Ja, doch, eigentlich, ja, ich und weiß hast nicht. Ja, der Doppelbett und. Du, Tops, willst du mir was erzählen? Ja. Warum steht dein Kinderbett? Denn, wenn jemand mal zu Besuch kommt, kann er da schlafen. Mein Schlafzimmer ist viel kleiner als deins. Du hast noch ein Doppelbett und du hast. Warum auch immer ein Kinderbett? Ich hab ja auch in Roblox investiert. In Roblox? Ja, in Roblox-Aktien, ja. Okay. Das erklärt natürlich einiges. Hast du dich schon umgeguckt in der Nachbarschaft hier? Nee, ich bin erst so vor ein paar Tagen hier angekommen und ich habe jetzt eigentlich jetzt Videos gemacht ausgepackt. Und habe geschlafen. Bei mir stehen überall nur Kisten rum. Ja, bei mir nicht. Bei mir steht ein Ziegelstein, ein riesengroßer Fernseher. Da ist Kühlschrank schon gefüllt mit Ziegelstein. Ja, gut. Ich habe einfach irgendwie was von einem anderen Haus weggenommen. Aber ja. Was? Ja. Okay. Ja, der hat sich beschwert ein bisschen, aber ich habe gesagt, ja, ist in Ordnung. Okay, das ist voll nett von dir. Ganz ehrlich, ja, ich bin. Würdest du bitte rausgehen? Ich muss mal auf Toilette. Oh, Entschuldigung. Ich wollte. Darf ich gleich wieder reinkommen, oder? Es wird besser, wenn du nicht kommst. Großes Geschäft. Ich bin schon seit 6 Tagen habe ich zurückgehalten. Ich freue mich. Viel Spaß. Ich will lieber in meine. Das freut mich jetzt natürlich gar nicht, dass meine Wohnung so neben. Warte mal, ist das hier eine Durchgangstür zu Tops Wohnung? Nee, das ist mein Bad. Oh, man hört das. Oh, das ist ja ekelhaft. Boah. Oh, die Wände sind dünn. Oh, die Wände sind dünn. Die Wände sind dünn. Okay, aber das ist immer noch. Okay, Leute. Immer noch besser als letzte Wohnung. Da waren nur Verrückte, ja? Der Vermieter war wahnsinnig, okay? Der war komplett. Die Leute, die im Haus gewohnt haben, mit denen war auch nicht mehr alles korrekt. Also, da gab es kleine Mädchen, das konnte nicht richtig reden. Detlef, von dem wollen wir gar nicht alles reden. Ich meine, das war ja auch nicht mehr feierlich. Irgendeine Pflanze hat da gewohnt. So gegen Ende wurde es immer verrückter. Das war auch nicht mehr schön. Ich meine, hier, guck mal. Ich meine, klar, ist es schön eingerichtet? Nö. Muss ich hier noch ein bisschen was machen? Klar. Aber dafür arbeite ich hier. Ja, dafür finde ich jetzt bald einen Job hier in der neuen Stadt. Und ich meine, wie gesagt, hier mein Schlafzimmer. Das ist auch noch alles ausbaufähig. Ich habe hier mein PC, ich habe hier mein Bücherregal. Und ich hoffe, also bis jetzt wohnt nur Tops hier, ja? Tops ist noch normal. Tops ist zwar am Rand, aber Tops ist noch okay. Also da habe ich keine Angst vor, ja? Da denke ich jetzt nicht, der brennt mir gleich die Bude nieder oder macht sonst irgendwas Komisches oder fragt mich was, ne? So, okay. Also, einmal auspacken und dann gucke ich mich. Oh, Entschuldigung? Hallo!
Sie sind gerade einfach in meine Wohnung gekommen, ohne zu klingeln oder anzuklopfen. Ich bin der Vermieter. Sie sind der Vermieter! Oh, hallo! Ja. Ich habe Ihren Nachnamen vergessen. Das ist mir jetzt peinlich. Die Tür stand nicht offen. Die Tür stand offen. Die Tür stand... Sicher stand die Tür offen und ich habe das jetzt irgendwie nicht mitbekommen. Die Tür stand offen, okay. Genau. Entschuldigung, so. Das ist mein Schlafzimmer. Ja, ich wollte nur ein bisschen Klopapier vorbeibringen. So, oh, das ist ja lieb, danke. Das ist ja voll lieb. Ja. So, Sie haben sich schon... Da ist auch gar keine Kamera drin, keine Sorge. Okay, Sie haben sich schon mit meinem hier Nachbarn unterhalten, habe ich gehört. Dem Tops? Ja. Ja. Netter Kerl, ne? Ein Reizniger. Hat dem Nachbarn glatt ein Stück von seinem Fundament weggenommen. Finde ich toll. Wieso finden Sie das toll? Dann müssen die Nachbarn von hier drüben einziehen und ich kann der Miete beziehen. Oh nein. Aber okay, zur Mietregelung. Also wir hatten das gesagt, richtig? Einmal im Monat gibt es eine normale Überweisung. Sie machen keinen komischen... Also ich hatte letztes Mal, muss ich Ihnen erzählen, ne? Entschuldigung, was soll das denn jetzt? Da war eine Fliege. Nein, da war keine Fliege. Sie bauen hier... Sie machen meine Möbel kaputt. Nein. Doch. Also, letztes Mal hatte ich wirklich einen schrecklichen Vermieter. Der war mit der Miete ganz anstrengend. Der hat ja immer gebrüllt, so, ja, wo ist meine Miete, wo ist meine Miete? Und ich meine, wir haben die Miete bezahlt, ne? Aber die Miete wird nur erhöht, wenn sie dich dementsprechend daneben benehmen oder wenn es... Oh, da bin ich ja erleichtert. Da bin ich ja erleichtert. Sagen Sie, guter Mann, was wäre denn das? Hier haben Sie Klopapier. Oh, vielen Dank. Ich würde es lieber in meinem Bad haben, aber ist auch okay. Und hier auch noch. Da oben komme ich gar nicht ran, ich bin viel zu klein. Ja. Da oben auch noch. Okay, danke. Und hier auch noch. Und also, da sind keine Kameras drin. Wieso betonen Sie das immer so? Weil da keine Kameras drin sind. Okay, dann wünsche ich Ihnen noch einen wunderschönen Tag und ich hoffe... Keine Kameras. Das nächste Mal kommen Sie nicht einfach durch meine geöffnete, / geschlossene Tür rein. Okay, oh, ich habe sogar einen Balkon. Oh, das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ich habe nur... Okay, da gucken wir uns mal die Stadt an. Hier drüben scheinen weitere Wohnungen zu sein. Ich frage mich, ob die alle dem gleichen Vermieter gehören. Die sehen nämlich sehr ähnlich aus vom Bau. Hier ist eine Straße, ist eine ruhige Gegend. Hier ist irgendein Turm und was ist das hier? Ich glaube, das ist eine Tiefgarage oder irgend so eine generelle Garagensituation. Das sieht ein bisschen aus wie eine Schule oder irgendwie ein Kindergarten. Ah nee, das ist ein Ikea, oder? Ist das ein Ikea? Ich wohne direkt gegenüber vom Ikea. Das ist super, dann kann ich da Möbel kaufen und kann die zu mir nach Hause bringen. Oh, vielleicht können wir... Oh, hier ist ein Grill, das ist super. Oh, ich habe ganz vergessen, den Vermieter zu fragen, ob ich hier grillen darf auf meinem Balkon. Aber ich denke, das sollte kein Problem sein. Oh, dann können wir bei Ikea arbeiten. Und dann können wir immer zum Mittagessen da hingehen und Köttbullar essen. Oder diese vegetarischen Köttbullar. Oder was gibt's noch bei Ikea? Zimtschnecken. Oh, Zimtschnecken. Oder Hotdogs oder... Fragen. Oh, ich freue mich. Ikea ist super. Ich bin so gerne bei Ikea. Ich frag mich, ob Tops langsam fertig ist. Ich meine, so lange kann der auch nicht auf dem Klo brauchen. Ich will mit dem mal die Stadt erkunden. Ich will nicht alleine hier rumgehen. Am Ende sind da noch komische Leute. Tops? Ich bin immer noch dran. Oh, das ist richtig schlimm. Ich glaube, ich habe Verstopfung. Geh schon mal vor, Ronja. Okay, ich gehe schon mal vor. Ich bin draußen, ja? Ich gucke mir ein bisschen die Stadt an. Ja, mach das. Okay. Oh, mein Magen. Oh je, der Arme. Wo geht's hier rund? Entschuldigung? Hey, du? Bist du meine Mama? Ich habe die tiefere Stimme nicht erwartet. Du bist ein Pinguin mit Hörnern und Bart? Ja. Wie heißt bist du? Bist du meine Mama? Nein, ich bin nicht deine Mama. Wie heißt du? Mein Name ist Bart. Hallo. Hallo, Bart. Ja. wohnst du hier? Bart? Ja. Wo wohnst denn du? Ja. Warte, da oben sind gar keine Wohnungen. Da wohnen nur Tops und ich. Das ist meine... Ach, das Schloss aufbrechen. Hä? Danke. Wie danke? Das ist meine Wohnung. Bitte geh raus. Oh, ich sehe, du hast Klopapier. Ja? Willst du das? Sind da Kameras drin? Ich denke ja. Nein. Nein? Klopapier dürfen keine Kameras sein. Nein. Okay, also sind da keine Kameras drin. Kannst du bestätigen? Nein. Bart, was machst du hier? Das ist mein Bett. Bart, das ist mein Bett. Bitte geh. Bart, das ist... Nein. Bart, auf dem Bett hüpfen macht die Federn kaputt von der Matratze. Ja. Bart, wieso? Nein, Bart. Warum nicht? Oh Gott, das ist ja furchtbar. Du hast mich adoptiert. Danke. Nein, ich hab dich nicht adoptiert. Ich hab Nein gesagt auf die Frage, ob ich deine Mama bin. Nein. Bitte... Hier hast du eine Blume. Oh, das ist lieb. Danke. Jetzt hast du mich lieb. Jetzt adoptierst du mich. Nein. Doch.
Bart, magst du vielleicht rüber zu unserem Nachbarn gehen? Ich glaube, der hat schon die ganze Zeit davon geredet, dass er unbedingt jemanden adoptieren möchte. Nein. Hör auf, dem Bett zu sprechen. Guck mal, ich habe nur ein Bett. Guck mal, mein Nachbar, der hat richtig... Also guck mal, der hat ein Doppelbett und der hat noch ein Extrabett für denjenigen, den er adoptieren wollte. Der war schon vorbereitet. Der hat ein viel größeres Schlafzimmer. Nein. Wieso nicht? Och nee, wie werde ich den denn jetzt wieder los? Was willst du hier? Guck mal, ich... Will essen. Ich habe kein Essen. Ich bin selber neu hier. Ich habe noch alles in Kisten. Ich meine, du kannst... Nein, das sind Hallo, das sind meine ganzen Einrichtungsgegenstände. Du hast gerade alle... Das schmeckt ekelhaft. Das sind meine Teller. Meine Teller und Schüsseln hast du alle gerade gegessen. Cool. Das ist mein Besteck. Warte. Nein. Sticht ein bisschen im Magen. Ich glaube, ich muss... Oh Gott. Okay. Nein, das ist... Okay. Also, ich gehe. Ich hoffe, der verschwindet. Ich meine, er hat die Tür irgendwie aufgebrochen. Er wird schon wieder gehen. Ich gehe jetzt raus. Ich guck mir die Gegend ein bisschen an. Und es kann ja nicht sein. Ich gehe mal zum Ikea. Hier steht die Tür offen. Und ich gehe nicht unbedingt in Ikea rein. Dafür habe ich jetzt keine Zeit. Aber ich muss ja immer noch meinen Kram auspacken. Aber irgendwie kann es ja nicht sein, dass alle Leute hier komplett so sind wie in der alten Stadt. Ich meine, guckt euch das mal an. Prächtig, ha? Prächtig. Was will man mehr? Was ist das hier? Ist das ein Bürogebäude? Ist irgendwie... Okay. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier reingehen sollte. Ich glaube, das gucke ich mir lieber irgendwann... Hallo! Oh Gott, du hast mich erschreckt. Hi. Hallo. Hi, wie geht's? Bist du meine Freundin? Nein, wieso... Nein! Doch. Wenn ich dir eine Blume gebe, gehst du dann? Nee. Nee. Ich habe mich mit meiner Freundin getroffen. Das ist ja... Ich habe hier auf dem Handy geschrieben. Ah, das ist ja schön. Das ist kein... Das ist doch kein Handy. Doch. Mhm. Hey, ich will zu meiner Freundin mal hören. Ich will deine Freundin mal hören, ja. 1-1-0. Das ist die Polizei. Hey, das ist die Polizei. Du kannst dich nicht reinsetzen. Ja, ich bin schon wieder. Nein, du bist süß. Oh nein. Wie heißt du? Wo ich wohne? Oh, du bist mir eine. Ich darf mich noch nicht treffen. Oh Gott. Warte, ich kenne dich, oder? Du kommst mir bekannt vor. Du kommst mir irgendwie bekannt vor. Doch. Haben wir schon mal telefoniert? Nein, ich glaube nicht. Absolut nicht. Sicher? Mhm. Du riechst nach Schinken. Ich bin Vegetarier. Ja. Du kommst mir sehr nahe. Hallo. Ich gehe wieder in meine Wohnung, okay? Aber war schön, dich kennenzulernen. Klar können wir Freunde sein. Wo wohnst du denn? Darf ich nicht sagen. Okay, dann mach's gut. Oh je, oh je, oh je, oh je. Das ist überhaupt gar kein gutes Zeichen. Das ist kein guter erster Start. Zum Glück wohnt Tops hier. Ich bin ehrlich gesagt, ich glaube, ich richte jetzt einfach meine Wohnung ein. Da gucken wir uns morgen alles genauer an. Ich hoffe... Ach, ich muss gar nicht klingen, es ist meine Wohnung. Ich hoffe, der Dings ist weg. Hier, Bart, oder wie auch immer er hieß. Okay, schau mal, das Bart noch nicht so verwüstet, wie ich gedacht habe. Der hat die ganzen Kartons weg. Toll, jetzt muss ich mir nochmal meine neuen Sachen schicken lassen und da einkaufen. Oh Gott, dann setze ich mich da mal dran und hoffe, dass alles besser wird. Ganz ehrlich, ich meine, es kann nicht so schlimm sein, wie es letztes Mal war. Also, es kann einfach nicht so schlimm sein. Hier ist Klopapier, möglicherweise mit Kameras drinne. Ich hoffe mal nicht, aber okay. Ich bin optimistisch. So, das war's mit der ersten Folge. Falls euch das Format gefällt, dann lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Ich habe von euch viel gehört, dass ihr was Neues wollt, was ein bisschen ist wie Alltag. Deswegen ist das hier der Alltag-Nachfolger. Und ich hoffe, es gefällt euch. Wenn ja, dann schreibt mir noch in den Kommentar, was ihr euch so dazu denkt zu dem Ganzen. Und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao!